Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen 11. Sendung von Der existierende Mensch. Heute mit dem Thema, Sie haben es ein bisschen bei der Anfangsmusik schon herausgehört, das Thema Theater und Sinn. Hierzu habe ich ein interessantes Zitat von Shakespeare gefunden. Das Leben ist eine Bühne und wir alle sind nur Schauspieler. Mein heutiger Studiogast hier bei mir, Adi Knoflach, Spielleiter und Regisseur einer Dorfbühne. Ja, Adi, vielen Dank, dass du da zu mir ins Studio gekommen bist. Gerne. Meine Damen und Herren, das ein bisschen was wissen von meinem heutigen Studiogast, würde ich sagen, fangen wir wieder mit dem existenziellen Steckbrief an, dass Sie sich ein bisschen ein Bild machen können. Adi, Name noch einmal? Adi Knoflach. Geboren? Geboren 1960. Aufgewachsen? Aufgewachsen in Batsch. Adi, was verbindest du mit deiner Kindheit? Aufwachsen in einer Großfamilie. In einer funktionierenden Großfamilie vor allem. Und Dorfleben. Und Dorfleben. Dorfleben. Aha. Okay. Man kennt sich, man sieht sich. Mhm. Und ja. Mhm. Du betonst so dieses Funktionierende in der Großfamilie. Ja, ja, natürlich. Ist ja natürlich ein Glück, was das Kind haben kann. Nicht, wenn in einer funktionierenden Familie oder Großfamilie aufwächst. Wir sind 5 Kinder gewesen. Mhm. Es war zwar nicht die goldene Zeit dazu mal, aber trotz allem, es war durchaus lustig. Mhm. Ernst, also ich habe gesagt, es war ernst, aber es war genauso lustig und es war vor allem was daheim. Mhm. Also man hat ein Zuhause gehabt und das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ja, daheim, zu Hause. Genau. Meine Damen und Herren, wenn Sie fleißige Hörerinnen und Hörer sind, Sie wissen ja vor ein paar Sendungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor 3 Sendungen war das Thema Migration und Sinn, beziehungsweise wir haben es dann ein bisschen umgenannt, Thema Heimat und Sinn. Also da kommt genau das rein, was der Adi jetzt auch sagt. Da war ein bisschen so der andere Konnex auch nochmal drinnen. Wo ist denn überhaupt Heimat? Was ist, wenn ich jetzt in einem anderen Land geboren bin oder wenn ich da geboren bin, in ein anderes Land auswandere und wieder herkomme? Wo bleibt dieses Wort Heimat? Ja? Du hast so mit dieser, wo hinein bin ich geboren? Mhm. Was für Familie bin ich geboren und was ist da für ein Gefühl auch da? Ja? Genau. Mit dem Verbindung gebracht. Genau. Adi, nach deiner Kindheit und dann, was war denn da? Nach meiner Kindheit, ja, okay, dann ist man nahtlos ins Arbeitsleben eingetreten. Mhm. Okay, Vorstellungen meinerseits waren sehr dürftig. Ja gut, irgendwas, wenn man nachher halt lernen müssen und arbeiten müssen. Und man ist in der Familie so aufgewachsen, dass es einfach, die Arbeiten einfach wichtig ist und nicht schadet, sondern eigentlich, die eigentlich eh immer automatisch weiterhilft. Und das heißt auch, wenn dann das Arbeitsleben dann auch gleich passt, sage ich, dann funktioniert das Ganze in Zukunft von selber, sage ich jetzt einmal. Mhm, okay. Sprich, die Arbeit macht Spaß, dann entwickelt man ja weiter in der Arbeit. Und also stetige Arbeit und Beschäftigung ist auch Zufriedenheit. Ne? Mhm. Okay. Das war so das, was dir auch mitgegeben worden ist. Aha. Genau. Okay. Adi, was machst denn du gern? Oder was magst du gern? Was fällt dir denn ein? Was ich gern mache, ist wieder was anderes, als was ich gern mag. Genau. Ja. Also ich sage es extra in dieser doppelten Bedeutung, gell? Weil bei einer früheren Sendung habe ich es ein bisschen ungenau ausgesprochen und dann hat einer gesagt, ja, in der Sendung mit der Heimat zum Beispiel, einer, ja, ich mag gern, was war das, Leberknödel oder Käsknödel, gell? Da war das da. Und bei ihr war es so da, die sind so 2 Teilerinnen gewesen, ich mag gern tanzen.
Also je nachdem, es kann was Kulinarisches sein, kann was Tun sein. Was fällt dir denn ein? Kulinarisch ist immer gut. Ah, okay. Kulinarisch ist immer gut. Aber was ich jetzt, weil mir das Thema im Theater ist, was ich einfach gern mag, ist, mich mit Theater beschäftigen. Okay, ja. Mhm. Und meine Aufgabe als Regisseur ist eigentlich das, dass ich meinen Spielern was beibringen kann. Und ihnen helfen kann, diese Rolle, diese Person, was sie darstellen, eben zu entwickeln und ihnen eben den nötigen Touch geben oder den nötigen Rat und so weiter und ihnen helfen, dass sie das dann so bringen, dass es passt, dass es ankommt. Und dann haben sie ja Gaudi und das ist eigentlich dann meine größte Gaudi, wenn ich aus dem Menschen etwas machen kann und dass der dann durch meine Hilfe Erfolg hat auch beim Publikum. Das ist eigentlich das, was im Hintergrund, was mir eigentlich das, oder was mir am meisten anspannt, für das Ganze zu machen. Ja, okay. Den anderen dazu befähigen, dass er was schafft. Genau. Okay. Genau. Es ist nämlich so, ich sag, was für mich eigentlich teilweise selbstverständlich ist, ja, wenn jetzt das, was ich, die Rolle bin oder was, dann kann ich das nur so machen und dann kann ich es aber nicht so vorstellen, dass diese Ding, was mir von selbstständig ausgeht oder was, da überhaupt gar keinen Plan, wie er das machen soll. Nicht? Mhm. Und dann hilf ich denen und gebe ihnen da das Gefühl, dass er es kann und dann funktioniert und dann, wie gesagt, ist der Erfolg da. Mhm. Okay. Und das ist eigentlich die größte Befriedigung, sage ich jetzt einmal, wenn das dann funktioniert. Wie bist denn du überhaupt auf das gekommen? Keine Ahnung, gell? Wie kommt man auf das zu sagen, okay, ich wäre gern Spielleiter, ich wäre gern Regisseur. Hast du angefangen, dass du zuerst genauso Schauspieler dann warst? Oder? Ja, ich bin also zum Theater gekommen, hat mich gefragt, man hat sich vorstellen können, dass ich ein Talent habe, probiere es einmal, dann mach schon mal mit, okay. Hab dann 4 oder 5 Jahre gespielt als Spieler und hab da auch mit Halbprofis, sage ich so, als Spielleiter gearbeitet, also von denen gelernt. Und irgendwie hat sich das aus der Gruppe herauskristallisiert, probier du das. Also man hat einfach das Gefühl gehabt, alle haben das Gefühl gehabt, ich hätte das Zeug dazu, das Ganze zu übernehmen. Nicht? Und ja, weil ich einfach immer schon Ideen eingebracht habe, ja, sollte man es nicht so machen, oder so machen, oder so machen. Und dann hat sich das Ding und dann hat man gesagt, ja, probier es einmal. Und dann habe ich es probiert und habe gesagt, und aus dem Probieren sind jetzt 25 Jahre Regisseur und Spielleiter geworden. 25 Jahre? Mhm. Boah, genau. Lange Zeit. Lange Zeit. Okay. Richtig. Ja. Adi, du hast uns ja, oder du hast mir einiges an Musikwünschen mitgebracht, gell? Was täte denn jetzt passen? Dass wir gleich beim Theater bleiben, darf das passen. Weiß nicht, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch? Den Winner takes it all. Okay, ja, ich habe es, so wie dein Wunsch war, auf Deutsch mitgenommen. Genau, der Sieger hat die Wahl. Der Sieger hat die Wahl, ja. Okay, bitte. Gut. Adi, wieso diese Musik? Wie bist du auf das gekommen? Ich habe 2008 zu unserem 30-jährigen Bühnenjubiläum eben was Besonderes gesucht und habe auch was Besonderes gefunden oder beziehungsweise haben mich an etwas Besonderes herangewagt, sage ich jetzt einmal als Spielleiter, nämlich an Felix Mitterer, wollte machen den Keinen Platz für Idioten und bin dann aber irgendwie mit dem Thema, das war mir einfach schon zu alt, beim Original geht es um Fremde und Sommerfrischler und so weiter. Und das ist einfach zu, das ist auch 30 Jahre alt, das Original. Mhm. Und das habe ich dann einfach überarbeitet, habe es in die heutige Zeit gebracht. Hauptthema, also ich habe natürlich den Behinderten, den Schwachen als Hauptperson natürlich im Stück behalten. Und das Ganze einfach, aber die ganze Rundum-Problematik dieses Stücks in die heutige Zeit versetzt. Also es geht dann um Golfplatzprojekt und so weiter. Und dieses Lied habe ich dann in einen Nachspann verarbeitet. Und weil es mir einfach so gefallen hat, weil es eigentlich das Lied, wenn man es auf Deutsch einmal hört, was man alle in Englisch ja so kennen und geläufig ist, auf Deutsch hört, so wirklich da wirklich Sinn drin ist und also wirklich tiefgründig wird. Und das habe ich dann eben in dieses Stück verpackt. Mhm.
Jetzt ist ja dieses Stück, so wie du sagst, sage ich jetzt einmal, kein alltägliches oder unter Anführungszeichen normales Stück für so eine Dorfbühne, oder? Ich glaube, da habt ihr euch auch über was drüber gewagt, was vielleicht so außerhalb dieser Dorfbühnen-Norm liegt. Ist das so oder sagst du, nein, das passt ganz gut rein, sowas spielen wir öfter? Nein, also ich bin der Meinung, dass es nicht öfter spielen kannst oder auch solltest und das wirklich nur spielen solltest, wenn wirklich erstens die Personen dazu hast, die was das den Stoff dann auch wirklich bewältigen. Gell? Weil eben so speziell sowas mit den Behinderten auf der Bühne ist natürlich sehr gefährlich, dass das nicht ins Kitschige und Lächerliche umkippt. Gell? Und das war natürlich absolut das Schlechteste, was du daraus machen könntest. Ne? Was wolltest du mit dem Stück rüberbringen? Ich wollte mit dem Stück einfach rüberbringen, wie es, also Mitra hat ja dazu schon angesprochen, dass der Schwache, der Behinderte nach wie vor Außenseiter ist und abgeschoben wird und so weiter. Und ich wollte das bringen, dass es sich nicht viel geändert hat. Es hat sich zwar ein bisschen was geändert, aber es hat sich nicht wesentlich geändert. Zumindest nicht so geändert, dass ich sagen kann, es ist zufriedenstellend. Und ich habe auch das in ein Stück gebracht, was mir heute eigentlich immer wieder ja, nachdenklich stimmt, wie man heute Behinderte auch irgendwie so als PR mitschleift. Nicht ganz wurscht, wenn irgendwo etwas sieht oder was, dann okay, um das ganze, wie gesagt, um das ganze schlechte Gewissen oder wie auch immer, oder den Umgang mit den Behinderten, da ist so, dass ich meine Seele auf mehr oder weniger freikaufe, sage ich jetzt einmal, wird man halt einfach, okay, da wird irgendwie ja, als PR-Gag wird so sieht das und das gemacht und so weiter und so fort. Und aber im Endeffekt, wenn es dann wirklich mit Leuten redest, die was wirklich ein Problem haben, sage ich jetzt mal, mit Behinderten in der Familie und da eben einen Arbeitsplatz suchen und sonst was oder wie auch immer, dann ist es nicht so, dass man sagen kann, es ist zufriedenstellend. Und das habe ich in dem Stück einfach nochmal gezeigt, dass es halt zwar besser ist, aber nach wie vor nicht so, dass es optimal ist. Okay. Wie ist das Stück so aufgenommen worden, so vom Publikum? Eigentlich, wie man es denkt, dann schon sehr gut. Ja, also Leute, die wirklich gerne ins Theater gehen und sich auch etwas anschauen wollen und nicht nur zur Unterhaltung hingehen, nehmen es sehr gut und eins kann man auch ganz klipp und klar sagen, diese Stücke bleiben wirklich in Erinnerung. Also wenn man irgendwann wieder trifft, dann sagt man, das war das. Das war eben das. Das bleibt hängen. Ja. Das heißt, das ist auch dir wichtig als Regisseur. Und natürlich auch für die Spiele ist natürlich auch eine Mutsherausforderung, weil da sieht man dann wirklich eben speziell bei jedem ernsten Stück, sieht man, ah, da ist Qualität da, der wird wirklich gespielt. Nicht? Eine Komödie muss genauso qualitativ gut sein und gespielt werden, dann passt es auch. Aber das wird übersehen, dass das auch gut gemacht ist, weil das einfach viel selbstverständlicher kommt. Aber wenn wirklich beim ernsten Stück, da sieht man, ah, die kennen was oder da passiert was, da kommt was so, also Gefühl und so weiter. Also da kann ich mich als Spieler ganz anders ausdrücken und Ding. Und das bleibt im Hängen, ja. Woran würdest du generell jetzt in deiner Erfahrung Qualität messen? Wo misst man das so? Ist natürlich ein immer schwieriges Thema, nicht? Wo misse ich Qualität an Zuschauern oder an Publikumswirksamkeit? Das ist natürlich auch für uns, für so eine Dorfbühne, wie wir sein, immer das Thema. Okay, gehen wir mehr auf Qualität und sagen wir, okay, qualitativ hochwertiges Theater, modernes Theater, neues Theater. Oder ist die Prämisse, dass man vollen Saal hat? Gell? Weil es natürlich für einen Laienspieler oder ja, für uns alle zusammen ist es nicht sonderlich erbauend, wenn ich dann vor 17 Leuten oder was spielen muss. Gell? Spielen muss, sage ich. Und da eben die richtige Mischung zu finden, das glaube ich ist auch ganz wichtig, dass die Spielleiter eben da die richtige Mischung eben finden und sich auch trauen und wie gesagt einfach ab und zu wieder sich an einen schwierigen Stoff trauen oder auf einen neuen Stoff trauen und sagen, okay, passt, es waren zwar nicht so viele Zuschauer, es war nicht so ein Publikumsmagnet, aber es war Qualität und die waren begeistert. Wie kann ich mir das generell vorstellen? Wie kommt ihr überhaupt zu Stickeln? Stickeln kriegt man halt einfach ganz klipp übers Internet. Das heißt, man holt sich bei Verlegen Leseproben, ladet sich die runter, okay,
das ist eigentlich eh das, schon das Thema, was mich eigentlich am meisten beschäftigt. Das heißt, die Stücke suchen. Das ist eigentlich die größte Arbeit. Ja. Aber nicht, und zwar deswegen, weil halt einfach, es gibt zwar viele neue Stücke, aber wenig gute. Ich kann es nur so sagen, wie es ist. Es ist einfach wirklich wenig Gutes dabei. Mhm. Qualitativ Gutes, man sagen kann. Das, speziell im Komödienbereich, ist einfach sehr, sehr Oberflächlichkeit. Und alte Komödien muss man ihnen lassen, in die alten Klassiker, die haben auch, wenn es ein bisschen nur Komödie ist, es ist irgendwie fast immer in der guten Komödie ein wahrer Kern dahinter und es sagt auch was aus. Mhm. Gell? Meine Damen und Herren, Sie hören ganz eine interessante Sendung heute zum Thema Theater und Sinn. Wenn Sie auch ein bisschen mitreden wollen, wenn Sie sich einmischen wollen, wenn Sie vielleicht auch für den Adi irgendwelche Themenvorschläge hätten von guten, qualitativen, zukünftigen Theaterstücken, dann rufen Sie doch an, diskutieren Sie mit. Die Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11. Jetzt lasse ich Ihnen gerade noch ein bisschen Zeit, dass Sie eine Kulli holen und einen Zettel. Dann wiederhole ich es Ihnen noch einmal. Die Telefonnummer hier wäre 0512 56 02 91 11. Trauen Sie sich, rufen Sie an, mischen sich ein, reden Sie mit. Damit Sie Zeit haben, sich das zu überlegen, wieder interessante Musik. Adi, du hast uns ja noch mehr mitgebracht. Was passt denn jetzt gerade rein? Machen wir mal ein bisschen auf Power, oder? Mhm, gern. Okay. Also The Power of Love von Jennifer Rush. Okay, bitte, gerne. Okay. Meine Damen und Herren, heute hören Sie die Sendung zum Thema Theater und Sinn. Wir haben jetzt gerade vor der letzten Nummer über ein Theaterstück gesprochen, das geheißen hat Keine Zeit für Idioten. Ja? Sie haben gehört, ein Theaterstück, wo es um nicht alltägliche oder vielleicht schon alltägliche Themen geht, aber vielleicht nicht so lustige Themen. Ja? Ich habe mich in Vorbereitung zu dieser Sendung ein bisschen mit dem beschäftigt, was hat denn Theater so mit dem ja, sagen wir Hauptthema oder mit einem wichtigen Thema in dieser Sendung zu tun, mit dem Thema Existenzanalyse Logotherapie. Sie wissen, wenn Sie bis jetzt schon zugehört haben, Existenzanalyse Logotherapie eng verknüpft mit Viktor Frankl. Viktor Frankl, Arzt, Psychologe, Psychotherapeut, der die, man sagt so, dritte große Wiener Richtung der Psychotherapie gegründet hat, die Logotherapie, wo es ganz viel um die personale Sinnfindung geht, also nicht der Sinn des Lebens, sondern den Sinn in ihrem Leben zu finden, den Sinn, in dem, dass wir jetzt zuhören, dass sich dafür entschieden haben, diese Sendung zu hören, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und ich bin da auf Folgendes drauf gestoßen, was ich davor nicht gewusst habe, dass Viktor Frankl auch ein Theaterstück geschrieben hat, sich also auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Er hat es aber jetzt in dem Sinn auch dann, würde ich mal sagen, zur eigenen Psychohygiene, zur eigenen Aufarbeitung eines Themas. 1946, also nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager, Sie wissen, Viktor Frankl war eben eine Zeit im Konzentrationslager, hat da seine Eltern, seine erste Frau verloren und hat aus diesen Erfahrungen im Konzentrationslager eigentlich sehr, sehr viel oder wenn nicht sogar das Grundlegende für diese Therapierichtung herausgearbeitet. Und in diesem Stück, das er geschrieben hat, das den Namen trägt Synchronisation in Birkenwald, beschreibt er eben so, als wir Rolle eines Gefangenen im KZ mit den Erlebnissen, mit den Begegnungen, mit bösen und mit guten Momenten und das eben verpackt mit vielfältigen Figuren in ein Theaterstück. Ja. Adi, aus deiner Erfahrung als Spielleiter, als Regisseur, wie ist denn das? Ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht so leicht, oder? Mit einem Stoff zu konfrontiert, also konfrontiert zu sein, der entweder, was auch nicht leicht ist, mit der eigenen Lebensgeschichte was zu tun hat, trotzdem
vielleicht ein bisschen anders wiedergegeben wird, als wir von meiner eigenen Person, ja, aber auch, was nochmal schwierig ist, vielleicht was wiederzugeben, was gar nichts mit mir zu tun hat. Das heißt, wie funktioniert denn das überhaupt, so Rollen einzunehmen? Du hast schon gesagt, ein wesentliches Element deiner Aufgabe siehst du darin, andere zu bringen, diese Rollen gut übernehmen zu können und gut auf der Bühne dann zu spielen. Generell ist wahrscheinlich leichter, eine fremde Rolle einzunehmen, weil ich selber nicht voreingenommen bin. Okay. Also ich bin irgendwo, wenn ich mein eigenes Schicksal sogar verkörpern müsste oder was, dann glaube ich, bin ich einfach eingezwängt und bringe es vielleicht dazu wenig transparent hinüber. Nicht? Das heißt, ich mache es so, wie ich es sehe, wie ich selber sehe. Und wenn ich da jetzt, wie gesagt, komplett als Unbescholtener damit befasse, dann gehe ich das ganze Thema vielleicht ganz anders tun und bringe dadurch aber die Wirkung, dass es aber besser rüberkommt, glaube ich. Wie schafft man das? So quasi, wenn du sagst, okay, eine Rolle, die überhaupt nicht bis jetzt war, die eigentlich eine Rolle eines anderen Menschen ist und trotzdem wäre ja quasi die Aufgabe, wenn ich es richtig sehe, als wie in eine zweite Haut hineinzuschlüpfen und den dann irgendwie wiederzugeben. Und wie komme ich denn zu dieses irgendwie? Sind das Vorgaben von dir, wo du sagst als Regisseur, ich hätte es gern so, oder sind das Sachen, was die Spieler dann selber arbeiten? Generell gebe ich schon, sagen wir mal, die Art der Rolle vor, oder den Typ gebe ich schon vor. Wenn ich mir den sage, ich kann ihn so oder so bringen, nicht? Aber dann muss ich natürlich auch versuchen lassen, dass ich den Spieler nicht einhänge, nicht? Also ich muss ihn schon ein bisschen Freiraum auch lassen, sage ich, okay, so weit lasse ich ihn selber, aber im Groben und Ganzen, den Typ zeichnen tue ich auf alle Fälle ich als Spielleiter. Gibt es da sowas wie Standardtypen? Ja. So quasi. Du sagst, okay, gut, eigentlich geht es im Theater um den D-D-D-D-D-Typen. Oder gibt es da eine riesige Palette? Ja, das ist jetzt ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt einmal, im Lustspieltheater ist es relativ einfach gestrickt, das Ganze nicht. Also ich sage jetzt im Bauern- oder Laientheater oder in der Komödie ist es relativ einfach gestrickt und ist meistens auf den gleichen Modus aufgebaut, nicht? Bei den Alten her und nachher eben die Schulden oder die überforderten Eltern und wie gesagt, die coolen Jungen, sage ich jetzt einmal so, im moderneren Theater. Es ist relativ einfach und gleich gestrickt alleweil, aber eben speziell im ernsten Bereich, dann gibt es schon wirklich Stücke und Themen, was wirklich eben Herausforderungen sind in der Richtung, ja. Das ist interessant, da habe ich auch so gefunden, beim Gustav Seibt, das wäre ein deutscher Historiker, Literaturkritiker und Journalist. Der hat so einmal gesagt, Theaterstücke bestehen im Wesentlichen aus Liebe, Wahnsinn und Tod. Mhm. Ist das so? Oder was sind so die Elemente, wo du sagst, okay, eigentlich geht es beim Theater um das? Ja, Liebe, Wahnsinn und Tod wird sicher stimmen, ja. Und Wahnsinn, ja, okay, natürlich im ernsten Bereich, ja. Und die Liebe ist eigentlich das, was ich meiner Meinung nach im Theater generell zu kurz kommt, glaube ich. Also ich weiß jetzt einmal, im Laientheaterbereich oder so speziell in Komödien oder was, das speziell eine funktionierende Liebe oder was, die wird wahrscheinlich zu wenig hergeben oder was. Also da muss man auch schon immer die Tragik, was ich bis zum Tod hineinbringen, dass das Ganze spannend wird. Wird von der Dramaturgie her schon wahrscheinlich wesentlich sein oder wichtig sein. Ich denke mal auch schon bei alten Stücken, oder? Wenn man Romeo und Julia anschaut, klar, wenn man alte andere Stücke anschaut, oder? Ja, hat sich aber bis heute nicht geändert, glaube ich. Also sagen wir jetzt, die gute Liebesgeschichte wird nur mit der Tragik verbunden funktionieren. Nicht? Okay. Oder fesseln. Ja. Adi, auch zu diesem Thema hast du mir ja Musik mitgenommen, gell? Was haben wir da noch gehabt? Von Nazareth, Love Hurts. Love Hurts, ja. Genau. Bitte. Okay, dann spielen wir das doch ein. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirad. Dass ich es nicht ganz versäume, spiele Ihnen, bevor wir jetzt über dieses ganz interessante Thema weiterreden, kurz noch die Sinngedanken zur heutigen Sendung ein. Sie wissen, ich habe immer wieder
Leute befragt zum Thema Sinn, Gedanken mit Sinn, was fällt Ihnen ein dazu, und habe das dann ein bisschen zusammengeschnitten und bringe bei jeder Sendung einige dieser Gedanken daher. Wenn Sie selber was dazu sagen wollen, dann rufen Sie mir entweder an, die Telefonnummer finden Sie auf www.sinn-los.at oder schreiben Sie mir eine Mail. Sie können es auch einfach mit einem Wortlaut reinschreiben und ich lese sie dann vor. Sie können mir auch gern einen Beitrag aufnehmen und dann schicken. Trauen Sie Ihnen nur. Ja, dann die heutigen Sinngedanken. Sinn, Gedanken. Gedanken mit Sinn. Für mich hat Sinn immer ganz viel mit Verantwortung zu tun. Verantwortung übernehmen und ja, wenn ich Verantwortung übernehme, habe ich das Gefühl, dass es sinnvoll ist. Also mir hat das sehr beeindruckt, Jakob Levi Moreno, der sagt, dass der Mensch eigentlich für alles im Universum mitverantwortlich sein muss, für alle Werte, sonst ist die Verantwortung nichts wert, und das hat mich sehr beeindruckt. Ja, Sinn ist Verantwortung. Aber was ich sonst gern mache, ist mit meiner Familie was machen, mit den Kindern, und gerne in der Natur, nach dem Bergsteigen, Skifahren, Skitouren gehen, das mache ich gern. Es gibt für mich auch noch so den Punkt, wo man gerade zur rechten Zeit bei einem Menschen ist, der eine Hilfe braucht oder der auch eine Freude hat und eine Freude teilen will. Und wenn man genau den Moment erwischt, dann kriegt man selber ganz viel Glück einfach auch in dem Moment so. Sinn, Gedanken. Gedanken. Adi, wir haben vor der letzten Musik so über, ja, zum Schluss war es die Liebe, zum Schluss war es so das, wo du gesagt hast, okay, irgendwie geht es nicht um funktionierende Liebe im Theater, sondern immer um Gescheitertes, ja, gerade in puncto Liebe. Jetzt, wir haben dazwischen ein bisschen drüber geredet, ist mir so der Gedanke gekommen, so diese Schwierigkeit vielleicht auch, oder nicht nur Schwierigkeit, formulieren wir es positiv, so das, ich denke mal, du hast gesagt, 30 Jahre machst du das schon, Spielleiter, Regisseur. Und dir liegen so diese Spieler mit ihrem Potenzial am Herzen. Ja? Mhm. Was für Veränderung hast du eigentlich da wahrgenommen? Ich denke mal, du hast sicher einige an Spieler, die du schon lange Zeit jetzt als Spielleiter begleitet hast. Mhm. Ja? Das heißt, spielen die jetzt gleich wie früher? Hat sich da was verändert? Ja, Gott sei Dank hat sich was verändert. Es war ja mein Tun umsonst gewesen. Das ist wirklich, wirklich mit großer Freude. Also den Rückblick, den mache ich wirklich mit großer Freude, was da als gewisse Person geworden ist, sage ich jetzt einmal. Ich habe Leute dabei, die haben sich vor 25 Jahren nicht einmal traut spielen, sagen gesagt, nein, lass mich lieber irgendwo im Hintergrund, was weiß ich, eine Maske machen oder so flirten oder sonst was. Und dann hat man sich mal erinnert, hat man ihn einmal probiert einmal, da hat man ihnen eingeholfen, ganz klar. Und das sind heute ja Hauptrollen. Die verkörpern halt Hauptrollen. Und was sie auch selber sagen, das hatten sie sich nie zugetraut, dass sie das einmal dass sie sich selber so trauen, weil das heißt, auf der Bühne muss ich einfach über meine, ja, ich muss mich einfach trauen. Mhm. Trauen, laut zu sein, trauen, wie, was weiß ich, zu weinen, zu lachen, böse zu sein, schlimm zu sein, das muss mir einfach trauen. Und wichtig ist halt einfach, dass man da auch die richtige Mischung. Richtige Mischung ist ganz wichtig. Das heißt, es sollten schon Theater gespielt sein, ich muss mich trauen, Theater zu spielen, aber es soll trotzdem noch natürlich ausschauen und natürlich wirken. Mhm. Und wenn du sagst, du hast da Veränderungen einfach erlebt, wie ist denn das? Veränderungen auf der Bühne oder Veränderung auch im Leben? Kann man sagen, das ist vice versa, bedingt das eine das andere, so aus deiner Außenperspektive? Oder betrifft es rein die Bühne? Das betrifft
eigentlich rein die Bühne. Okay. Aha. Das betrifft rein die Bühne, ja. Das heißt noch lange nicht, wenn heute einer privat, was weiß ich, jetzt einmal zu Außerlassrisch einfach gesagt, dass der auf der Bühne dann auch so ist. Das heißt es überhaupt nicht. Okay. Das heißt es überhaupt nicht. Es gibt Leute, die sind total unscheinbar und auf der Bühne sind sie dominant und perfekt. Ja. Okay, ich frage es von dem her, weil auf der anderen Seite könnte ja auch ein Mordspotenzial drin sein, oder? Indem ich mich einmal auf der Bühne traue, nachzusagen, auf der Bühne traue, für meines einzustehen, andere Rolle einzunehmen, was ich mir im Privaten nie trauen würde. So quasi als, so, da nehme ich es ein, damit ich es vielleicht später sogar im Privaten einsetzen kann, aber nicht jetzt unbedingt muss. Mhm. Ja, so als Ausprobieren. Ja, das kann schon sein, ja. Mhm. Okay, ja. Aha. Was war denn von den 30 Jahren, so ein bisschen rückblickend gesehen, das schönste Erlebnis für dich als Regisseur? Puh, schwierig. Wenn man das überhaupt sagen kann. Es kann ja sein, dass du sagst, na, war alles, gell? Aber gibt es so einen Moment, wo du sagst, der fällt mir als wie so ein Blitzlicht jetzt ein? Der ist so da. Nein, will ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht besonders was herausgreifen, weil, wie gesagt, es sind 30 interessante Jahre gewesen, es sind 30 tolle Jahre gewesen, oder und werden vielleicht noch Jahre, ein paar Jahre dazukommen. Aber wenn ich jetzt da etwas herausgreifen würde, dann würde die andere, da ich sage, wieder hinten anrein und das will ich wirklich gar nicht. Nein. Ja, ja, okay. Adi. Wir haben zuerst so die Veränderungen bei deinen Schauspielern einfach auch so ein bisschen angeschaut. Mhm. Was hat sich denn bei dir verändert? So innerhalb von den 30 Jahren Regisseur. Gehst du gleich ran als wie vor 30 Jahren oder sagst du, nein, also auch ich in ein paar Sachen bin ich jetzt ein anderer Regisseur als wie vor 30 Jahren? Ich vermute ja, dass ich anders bin. Okay. Ich hoffe, dass ich mich verbessert habe. Ja, ja, man geht natürlich ein bisschen. Auf der anderen Seite geht man ein bisschen lockerer dran, gell? Wo ich früher gemeint habe, das muss jetzt so sein und aus dem muss ich das machen. Und wenn ich noch fünfmal mit dem das durchmache, dann muss ich das, das muss einfach sein, weil ich halt sage, okay, passt. Das lassen wir so passen. Die Masse, also, weil das Publikum weiß ja nicht, was ich wollte, wie weit ich wollte. Und wenn ich die Spieler nur so weit bringe, dann ist das Publikum damit auch zufrieden. Nicht? Die wissen nicht, wo es wollte, ob das ich noch mehr wollte. Nicht? Und da sage ich halt einfach, okay, passt, das lassen wir so. Und das genügt, sage ich jetzt einmal so. Und man muss auch ans klipp und klar sehen, die Spieler und die, die machen das alles als Hobby in der Freizeit. Und es gibt dann einfach auch Grenzen, wo ich sage, okay, wenn der das nicht will, dass er sich jetzt eben da was weiß ich was, das antun lässt auf der Bühne, dann ist das auch, akzeptiere ich das halt und sage, okay, das ist in Ordnung, wenn ihm das irgendwie peinlich ist oder sonst was, dann lassen wir das weg. Wo ich früher gesagt habe, ja, nein, ich will das unbedingt, dann sage ich, nein, okay, ist in Ordnung, muss nicht sein, passt. Und das wird das Gesamt ja nicht deswegen schlechter machen. Das heißt also, so um vielleicht lapidar zu sagen, du setzt jetzt weniger deinen Kopf durch? Ja. Aha. Und bist jetzt ein bisschen so, wenn du sagst, so auch nochmal den anderen mehr sehen, den anderen mehr, was kann er nicht, was will er nicht. Und ein bisschen so mit deinen eigenen, was du gern durchsetzt, einfach ein bisschen gnädigerer. Ja, ja, es gibt, Theater ist wichtig und es ist wichtig, dass es gut ist und es ist wichtig, dass es toll ist und was weiß ich was alles, aber es gibt auch Wichtigeres. Okay, ja. Aha. Das, ja, das glaube ich, ist einfach ein bisschen eine Alterserscheinung, dass man sieht, ah, es geht eigentlich. So war ja. Ja. Okay. Ich meine, das scheint ja ganz, ganz wichtig zu sein, oder? So schon was zu vertreten, aber so in dieser Absolutheit, fast so in den, so wie bekehrend oder das als das Beste dann sehen und überfahrend zu werden, um das kann es ja auch nicht gehen, gell? Genau. So wie du sagst. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Adi, so am Ende von der Sendung, wir sind jetzt gleich dann nochmal beim Ende. Was wäre dir noch wichtig, den Hörern, den Hörerinnen mit auf den Weg zu gehen? Sei es eine Frage, sei es eine Feststellung. Hättest du da was, wo du sagst, ja, das wäre dir noch ganz wichtig? Wichtig ist, ja, den den Zuhörern mitgeben oder dem Publikum mitgeben, dass
die Leute, die Laientheater machen, das Ganze sehr, sehr ernst nehmen. Mindestens so ernst wie die Profis, sage ich mal. Mindestens. Und dass man wirklich dem Laientheater zugestehen soll, in Zukunft mehr das Publikum einfach zugestehen soll, dass sie sich an was Neues trauen und dass man einfach ein bisschen auch von dem von der Einstellung weggeht, okay, ich gehe halt ins Laientheater oder ins Bauerntheater oder die Dorfbühne und ich erwarte mir einen Kracher, einen Lacherkracher. Gell? Und nur das ist gut. Man soll man einfach wirklich sagen, okay, ich gehe auch hin, wenn ich weiß, okay, es ist halt nicht der Lachschlager, es ist ein ernstes Thema oder modernes Thema, sage ich jetzt mal so, und dass man das trotzdem besucht und einfach die mal über den Schatten springt, nein, ich gehe nicht nur dahin, deswegen hin, dass ich mich 2 Stunden unterhalten kann, sondern auch, dass ich mir sage, okay, ich lasse mir von denen was mitteilen. Mhm. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, ganz interessante Sendung zum heutigen Thema Theater und Sinn. Mein heutiger Studiogast war Adi Knoflach, Regisseur, Spielleiter. Wenn Sie mehr Informationen dazu entweder hören nochmal, nachhören wollen, gehen Sie auf die Seite www.sinn-los.at. Wenn Sie auch mehr Informationen zum heutigen Studiogast hören oder auch sehen wollen, locken Sie sich ein, gehen Sie hin und schauen Sie. Wir hören uns wieder. Muss ich gerade nachschauen. Wenn ich einen Kalender finde, gerade einen Moment. Am 4. Mai. Lass uns mal nachschauen. Ja, 4. Mai müsste passen. Also erster Donnerstag im Monat. Ah, habe ich nicht falsch gesagt. 2. Mai, dann zum Thema Sexualität und Sinn. Wieder ganz eine interessante Sendung, glaube ich, mit einem interessanten Studiogast. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Adi, was spielen wir zum Schluss noch? Was haben wir denn ausgesagt? Hörst es nicht, wie die Zeit vergeht. Huber von Geusern habe ich auch einmal in einem Stück eingebaut. Gut, dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören.